Ja, meine sehr verehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, auch wir als Fraktion der CDU waren natürlich im November letzten Jahres sehr erschrocken und tief enttäuscht über die Entscheidung, wie die veröffentlicht wurde, dass das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie FBN in Dummersdorf aus der Förderung der Muttergesellschaft, der Leibniz-Gesellschaft herausgenommen werden soll. Ohne Frage ist dieses Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf eine international anerkannte Forschungseinrichtung in unserem Land und steht für Spitzenforschung in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und in Europa. Und wir haben es gerade gehört, die Zahlen hatte ich auch gelesen, dass 5 Professoren aus diesem Institut natürlich ihre Arbeit auch an der Uni Rostock durchführen, an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät. Und es wäre fatal, wenn dieses Institut hier aufgrund von nicht mehr gewährten Geldern in Schwierigkeiten geraten würde. Und ob diese Bewertungsgruppe der Leibniz-Gesellschaft jetzt bei ihrer Bewertung richtig liegt oder nicht, das kann ich von dieser Stelle hier nicht einschätzen. Und ob diese Defizite, die da aufgezeichnet wurden, auch wirklich so in der Praxis relevant sind, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Angeblich wurden bestimmte Forderungen aus dem Jahre 2015 nicht erfüllt, die dann zu dieser Einschätzung geführt haben. Ich kann nur sagen, dass wir im letzten Jahr vom Agrarausschuss dieses Institut besucht haben, haben dort eigentlich uns von dem aktuellen Stand der Forschung dort überzeugen können. Und es hat sich doch für mich eigentlich doch ein sehr überzeugendes Bild dargeboten, dass dieses Institut gerade bei der Forschung an den Nutztieren mit dem, was uns dort vorgestellt wurde, weltweit mithalten kann. Und deswegen kann ich auch diese Einschätzung nicht so ganz nachvollziehen. Und ich selber habe mein Agrarstudium auch in Rostock absolviert. Und wir hatten auch den einen oder anderen Praktikumseinsatz in Dummersdorf. Natürlich gab es damals noch kein FBN. Das war damals das Forschungsgut Dummersdorf, was damals auch schon sehr anerkannt war in Deutschland. Und gerade auch in der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden, es klang hier bei meinen Vorrednern an, die Landwirtschaft steckt in einer schwierigen Situation. Und da kann uns auch bei dem einen oder anderen Thema auch nur die Forschung weiterhelfen, wenn es um mehr Tierwohl geht, wenn es um mehr Artenschutz geht und um andere Dinge. Und glaube ich, gerade vor diesem Hintergrund ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses Institut weiterhin hier an dem Standort Dummersdorf Bestand hat. Wir sollten alles daran setzen. Da muss ich unserem Minister recht geben. Da müssen wir auch gucken, dass wir den Bund mit in die Pflicht nehmen, aber auch sicherlich nochmal mit der Leibniz-Gesellschaft reden, beziehungsweise dort nochmal nach unserer Forderung Nachdruck verleihen, dass hier diese Förderung weiterläuft, dass dieses Institut weiterhin auch von der Gesellschaft unterstützt wird. Der Bund hat auch schon signalisiert, dass hier finanzielle Zusagen gemacht werden, um diesen Forschungsstandort zu erhalten, was uns sicherlich, denke ich, auch besonders freut. Und abschließend möchte ich Sie bitten, unseren gemeinsamen Antrag hier zu unterstützen, alles dafür zu tun, diesen Forschungsstandort hier in Dummersdorf, in Mecklenburg-Vorpommern, für den landwirtschaftlichen Bereich, für die agrarwissenschaftlichen Fakultäten hier zu erhalten. Und würde mich freuen, wenn Sie diesen Antrag hier unterstützen. Danke für die Aufmerksamkeit.